Einen Biden-Shot? Nein, ich möchte keinen Biden-Shot. Mit Joe Biden können Sie hier in Bobby G's Bar nichts anfangen. Manche hier wollen sich auch deshalb nicht gegen Covid impfen lassen. Ich vertraue der Regierung einfach nicht genug. Wieso sollte ich etwas nehmen, das sie so stark pushen? Mehr noch als beim Grippeimpfstoff. Seit 8 Jahren betreiben Jenny und Bob die Bar in Huntington, West Virginia. Und obwohl einige ihrer Gäste und Freunde bereits geimpft sind, bleiben auch sie entschiedene Impfgegner. Ich möchte kein Versuchskaninchen sein. Es ist toll, wie schnell die Impfstoffe entwickelt wurden, aber sie hatten keine Zeit, ausreichend zu testen, ob sie auch sicher sind und überhaupt funktionieren. Als ich an Covid erkrankt war, hatte ich kein Atemproblem, aber ich war sehr müde. Ich habe Angst, dass mich der Impfstoff ernsthaft krank machen könnte. Ich kenne viele Leute, bei denen das so war. Ich lasse es lieber darauf ankommen. Wie Jenny denken viele in den USA, weit mehr als in Deutschland. Vor allem in ländlichen, weißen, konservativen Regionen, in Trump-Counties. Das Impfen ins Stocken geraten. Dabei war West Virginia einst unter den Vorreitern. Auch weil man hier den Impfstoff lokal über kleine Apotheken wie diese verteilte. Jetzt stapeln sich bei Apothekerin Heidi die Impfstoffe. Gerade heute früh hat sie 84 neue Dosen BioNTech/Pfizer erhalten. Und mittlerweile verfällt hier auch Impfstoff. Hier habe ich 3 Dosen Johnson & Johnson, die abgelaufen sind. Diese hier sind noch 45 Tage brauchbar. Und dann habe ich hier auch noch Pfizer, das ich vom Gefrierschrank in den Kühlschrank räumen musste. Das hält sich jetzt nur noch 7 Tage. Die versuche ich jetzt zuerst zu verbrauchen. Wer auch immer jetzt in die Apotheke kommt, um sich impfen zu lassen, bekommt sofort seinen Schuss. Terminvereinbarung wie früher, nicht mehr. Es ist verdammt schwer, nichts zu verschwenden. Ich bin im Ort herumgefahren, um Leute zu finden, habe örtliche Betriebe angerufen, wann immer ich etwas übrig hatte. Es wird immer schwerer. Zur Apotheke gehört auch dieses Diner. Wer Medikamente möchte, muss an Burgern vorbei. Kurz hatten Heidi und ihr Team überlegt, Freigetränke zu spendieren. Allen Menschen, die sich impfen lassen. Andere Geschäfte machen so etwas. Sie hier haben sich dagegen entschieden. Sie wollen mit Argumenten überzeugen, niemanden bestechen. Doch auch manche Bundesstaaten locken mittlerweile mit Geschenken. Hier in West Virginia erhalten junge Impflinge $100 als Sparbrief. Auf der anderen Flussseite in Ohio können 5 Geimpfte in einer Art Lotterie gar je $1 Million gewinnen. Zurück bei Bob und Jenny. Sie machen solche Offerten nur noch skeptischer. Die Freunde, die sie heute nach Hause eingeladen haben, etliche geimpft. Doch auch sie überzeugen die beiden nicht. Und viele, wie Jennys Freundin Paula, wollen das auch gar nicht. Sie wollte es ja selbst nicht nehmen, aber sie hat, weil ihre Mutter krank ist und weil sie Krankenschwester ist. Sie musste. Nein, ich hatte die Wahl. Aber hoffentlich machen sie das Impfen jetzt nicht doch verpflichtend. Man sollte wählen dürfen. Das ist auch Bobs große Sorge, eine Impfpflicht. Oder dass Geimpfte bald mehr Freiheiten bekommen könnten als Ungeimpfte. Für ihn wäre das ein No-Go und er auf den Barrikaden. Jeder sollte die Wahl haben. Wenn du die Impfung willst, nimm sie. Aber sag mir nicht, ich kann nicht reisen, nur weil ich sie nicht will. Ich bin ein freier Mensch. Ich liebe meine Freiheit. Also versucht nicht, mir die zu nehmen. Je länger man mit Bob und Jenny redet, desto klarer wird, es gibt Menschen, die wollen einfach nicht. Und je mehr Menschen man hier in Huntington spricht, desto mehr erkennt man, die beiden sind damit bei weitem nicht alleine.